Vor etwa einer halben Stunde sind im Berliner Zoopalast die 43. internationalen Filmfestspiele eröffnet worden. Bis zum 22. Februar werden in den Berliner Kinos 650 Lichtspiele zu sehen sein. Eine Sammlung von Meisterwerken solle man nicht unbedingt erwarten, hieß es aus der Festspielleitung, aber einen Spiegel der gegenwärtigen Produktionslage. Auch im Filmgeschäft sichtbar die Konkurrenz zwischen Europa und Hollywood. Keine Demonstration, wie meist üblich, wenig Trubel am Rande, nur ein paar Außenseiter nutzten die Gelegenheit zur Selbstdarstellung vor der Presse. Amerikanische Lebensträume, Sehnsüchte und Konflikte aus der Sicht eines Europäers zeigt der Regisseur Kusturica im französischen Eröffnungsfilm Arizona Dream, eine tragikomische Dreiecksgeschichte mit Stars wie Jerry Lewis und Faye Dunaway. Aufwendige US-Produktionen wie in den Vorjahren erdrücken diesmal nicht das Programm. Europas Kino soll erstmalig mit einem Förderpreis Blauer Engel aufgewertet werden. Im Wettbewerb mit 25 Filmen präsentieren sich unter anderem Norwegen und Dänemark, die bisher nicht als Filmländer besonders aufgefallen sind. Auch zwei deutsche Beiträge bewerben sich um Gold- oder Silberbeeren. Für ihr Lebenswerk werden zwei große amerikanische Künstler geehrt, Billy Wilder und Gregory Peck. Ihm ist auch eine Retrospektive gewidmet. Und im eigentlichen Festival, wie viele meinen, dem Forum des jungen Films, ist ein Schwerpunkt die osteuropäische Filmproduktion.